begrüße Sie herzlich zu diesen Nachrichten aus dem Café M des Martinushauses. Heute, kurz vor Beginn der Ferienzeit. Wir hören zunächst die Lesung des kommenden Sonntages. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete: Verleihe deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Soweit die Lesung aus dem ersten Buch der Könige. Diese Bitte Salomos möchte man heute jedem Herrscher und Politiker wünschen. Im Hebräischen steht das Wort Herz weniger für Gefühle, es ist Sitz des Denkens. Von daher bittet Salomo um ein hörendes Herz, um die Menschen, sich selbst, wie die Situation des Landes verstehen zu können. Es war Etty Hillesum, eine holländische Jüdin, die in Auschwitz ermordet wurde, die sich in diese Haltung des Hineinhorchens einübte. Sie schrieb: Eigentlich ist mein Leben ein unablässiges Hineinhorchen in mich selbst, in andere und in Gott. Und wenn ich sage, dass ich hineinhorche, dann ist es eigentlich Gott, der an mich hineinhorcht. Das Wesentlichste und Tiefste in mir horcht auf das Wesentlichste und Tiefste in den anderen. Gott horcht auf Gott. Hören, hineinhorchen schafft nach ihr eine Wirklichkeit, wo Gott in mich hineinhorcht, was nichts anderes bedeutet, als dass beim Hineinhorchen in das Leben die Wirklichkeit, wie sie ist, in mir sich vergegenwärtigt und Wirkung erzielt. So geht es Salomo nicht nur um ein Verstehen, sondern um jene Macht und Ermächtigung, die mir entgegenkommt, wenn ich in die Wirklichkeit hineinhorche. Idealism bringt es auf den Punkt, wenn sie sagt: Wenn ich sage, dass ich hineinhorche, dann ist es eigentlich Gott, der an mich hineinhorcht. Das Wesentlichste und Tiefste in mir horcht auf das Wesentlichste und Tiefste in den anderen. Gott horcht auf Gott. Damit ist eine Tiefe erreicht, die nicht tiefer sein könnte. Wenn Gott in der Tiefe allen Lebewesens vorhanden ist, dann kommuniziert in solchem Hineinhorchen tatsächlich Gott mit Gott. Hineinhorchen bedeutet ein ungeteiltes Hören in der Hinwendung zur Wirklichkeit, und zwar so, dass man sich dieser Wirklichkeit aussetzt. Das Leben so in den Blick zu nehmen, verlangt eine Entschlossenheit, in der Betrachtung der anderen und der Dinge zu verweilen. Dieses Verweilen in der wahrnehmenden Betrachtung ist keine Selbstverständlichkeit, da wir ansonsten jeweils schnell versuchen, alles zu unserem Vorteil zu verzwecken. In das Leben hineinhorchen will die Wirklichkeit nicht verkürzen, reduzieren auf unsere Interessen und unser Habenwollen. Alles, was ist, was da ist, hat erst einmal das Recht, da zu sein, ohne gleich verzweckt zu werden. Diese ungeschränkte Offenheit gehört zum Hineinhören unbedingt dazu. Gott ist nicht fern, wo Offenheit und Freiheit vorhanden sind. Mein hörendes Herz bitten, hineinhorchen in das Leben, das ist der Boden, der unser Leben weit macht und Lebensfreude ermöglicht. Dazu eine kleine Meditation, wiederum von Etty Hillesum. Sie schrieb: Ich glaube, dass ich das tun sollte. Morgen vor Beginn der Arbeit eine halbe Stunde lang mich nach innen wenden. Horchen nach dem, was in mir ist. Sich versenken. Man kann es auch als Meditieren bezeichnen. Aber vor dem Wort graut es mir noch. Mir graut da noch ein bisschen. Aber warum eigentlich nicht? Eine halbe Stunde mit mir selbst allein. Es genügt nicht, morgens im Badezimmer nur Arme, Beine und alle anderen Muskeln zu bewegen. Der Mensch besteht aus Körper und Geist. Und eine halbe Stunde Gymnastik und eine halbe Stunde Meditation können zusammen ein solides Fundament für die Konzentriertheit eines ganzen Tages bilden. Nur ist das nicht so einfach,
so eine stille Stunde. Das will gelernt sein. Dann zu der kommenden Woche. Diese Woche beginnen die Ferien. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Eine Zeit, die andere, weitere Begegnungen mit Menschen, Landschaften und Ländern ermöglicht. In unserer Pfarrei findet vom 31. Juli bis zum 11. August die Stadtranderholung, kurz Stara genannt, statt. Allen Kindern und Begleiter und Begleiterinnen eine gute Zeit. Als Vertretung für mich werden im August Pfarrer José Díez Anta, kurz Pepe genannt, aus Spanien und Pfarrer John Paul Katwere aus Uganda da sein. Ich heiße Sie herzlich willkommen und lade Sie ein, dasselbe zu tun. Sie werden in den nächsten Wochen auch die Nachrichten hier im Café M sprechen. Ihnen allen eine gute Ferienzeit.